Gut, dann schauen wir jetzt mal nach den Ältesten. Sprecht mit den Ältesten. Mal gucken, ob was die Spannendes für uns haben. Ah, da im Dorfzentrum. Ältester Dedein. Und da haben wir das Älteste gar nicht übersetzt. Elder Edivor. Gucken wir mal. Standen die vorhin schon an dem Stein? Es wird Zeit, dass wir miteinander sprechen. Wir haben euch die ganze Zeit im Auge behalten und gesehen, wie gut ihr zu den Avanklut wart. Es ist an der Zeit, einige Geheimnisse vom Dunmoor zu lüften. Okay. Was soll denn hier Schüchen? Wille. Ja, okay. Es gibt eine Menge zu besprechen, Duvodiat. Hier im Dunmoor konnten wir uns bisher aus den Belangen des übrigen Dunlands raushalten. Wir wissen, dass sich am Horizont ein Sturm zusammenbraut, aber wir sorgen dafür, dass wir von dem Regen nichts abkriegen. Zum Teil rührt es daher, dass wir im Norden ein ewiges Andenken daran haben, was passiert, wenn wir unseren Kopf riskieren. Als wir uns das letzte Mal vorgewagt haben, hat Saruman viele der unsrigen verschleppt und für seine Experimente missbraucht. Ich weiß nicht, was dahinter steckte, aber eines Tages kam er mit einer Armee aus verderbten Monstern an, Abscheulichkeiten, deren Existenz gegen die Gesetze der Natur verbricht. Verbricht? Okay. Und jetzt müssen wir uns täglich mit den Angriffen rumplagen. Geht nach Norden und helft dabei, den Angriff der Kreaturen zurückzuschlagen. Sprecht mit Anurin, wenn ihr damit fertig seid. Okay, ihnen gegenüber hat also Saruman nicht versucht, sie auf ihre Seite zu ziehen, sondern hat sie gleich ausgebeutet. So, ist der Mühe nicht wert, oder wie? Habt ihr auch den lustigen Grafikbug, wenn ihr vom Pferd abgesattelt werdet? Wenn es einen dann so hinschlägt, oder was? Ich habe letztens einen gesehen. Letzte Woche? Nee, war das letztens im Stream? Oder? Nee, das habe ich, glaube ich, so gesehen. Da lag einer am Boden neben seinem Pferd und das Pferd. Und der hat sich wohl bewegt, ne? Aber die Animation ist da quasi in dieser Phase hängen geblieben. Und dann ist er quasi vom Pferd mitgeschleift worden am Boden. Das habe ich letztens gesehen. Da habe ich auch gedacht, okay. Sah echt witzig aus, weil eben das Pferd hat sich bewegt und er lag unten am Boden und wurde quasi mitgeschleift. Ja, genau die. Okay, ist das irgendwie was Neues? Weil da habe ich dann auch gedacht, okay, habe ich noch nie gesehen. Der andere will auch was von uns. Hört mich an, du Vodiat. Ihr seid für die Avanklut und Lanros wahrhaft wertvoll geworden, Freund. Oh, nicht mehr du Vodiat, Fremder, sondern Freund. Ich danke euch für alles, was ihr getan habt. Unsere Arbeit jedoch ist nie getan. Das Leben in der Feuchtigkeit und Nässe zieht viele Krankheiten mit sich. Wir bekämpfen sie, aber es scheint, als ob es mit jedem Tag mehr Kranke gäbe. Ich vermute, dass viele Krankheiten aus Lan'Kol waren, dem Dorf der Abscheulichkeiten nördlich von hier herunterkommen. Es gibt jetzt mehr Ratten und verseuchtes Sumpfgras als vorher. Bitte kümmert euch um beides und kehrt dann zu mir zurück. Ratten und Sumpfwolken. Okay, wir gucken aber erstmal nochmal nach dem mit dem Schwert. Vielleicht können wir dem... ich wollte genau nicht hier. Ich habe noch überlegt, ob ich hier abkürze und dachte ich, nein, ich will nicht wieder abgesattelt werden. Oder abgeworfen. Abgesattelt, das wird das Pferd. Neue Foltermethoden. Manchmal watschelt man wie so eine Ente in Reitposition weiter. Nur dann halt ohne Pferd. Ach du Schande. Naja, so geht die Arbeit nie aus von den Entwicklern, dass sie hier wieder irgendwelche Bugs fixen. Guck mal, der hat hier auch so eine Flagge stehen. Ne? Wir gucken gleich auch nochmal zu den Ruinen, ob wir da die Quest jetzt dann annehmen können. Eine Herausforderung? Ach, ich bin schon lange nicht mehr herausgefordert worden. Ich werde sie annehmen. Lasst mich dafür Vorbereitungen treffen. Und wenn ihr mich braucht, haltet nach diesem Banner neben mir Ausschau und ich werde sofort da sein, um euch zu helfen. Ah, dann kann man ihn quasi rufen und dann hat man so einen kleinen Henchman mit dran. Und eigentlich gibt es gar keine Quest, sondern es ist nur ein Buff. Seid gedankt, dass ihr Leben in diesem sonst so öden Tag, gehaucht habt.
Okay, dann gucken wir mal kurz zu den Bannern, aber ich denke mal, das ist tatsächlich nur dann eine Hilfe, die man kriegt, wenn man da jagt in den Ruinen. Gar keine Aufgabe. Sieht es dann auch der Spieler, der selbst betroffen ist, oder sehen das nur die anderen, diesen Bug? Gibt's ja auch. Dass man selber dann ganz normal weiterreitet und das gar nicht sieht. So, Gwyns Banner. Genau. Ach, das geht aber nur... Ach, okay, diese Quest mit Gwyn gab es schon vorher. Und man kann quasi dann mit ihm zusammen Blutschlund töten, wenn man die Quest hat. Sonst kann man den auch nicht benutzen, also das Banner auch nicht benutzen. Okay, alles klar. Dann hätten wir die Quest sogar schon vorher machen können. Aber haben wir ja nicht gebraucht. Wir sind ja selber stark genug. Sieht man selbst auch. Okay. Krass. Also ich hatte das jetzt noch nicht. Mal gucken, vielleicht passiert es uns ja. Heute noch. Und wahrscheinlich soll er dann mit uns zusammen Blutschlund töten. Also wenn er das dann täte und keine Waffe hat, dann hat er quasi mit meiner Hilfe einen starken Gegner, einen super starken Gegner nur mit den Händen erlegt. Und dann wäre seine Aufgabe erledigt gewesen. Ich hoffe, dass man dann nicht noch quasi eine Aufgabe von ihm bekommen hätte, wenn man das macht und wir uns das quasi jetzt kaputt gemacht haben, sozusagen. Oh, guckt mal, die sind... Ah, das ist so eine Art Grenze, an der man kämpft, an der ein Kampf stattfindet. Und damit die niemals getötet werden, sind sie rot. Und sie immer stärker sind als die Ork. Abscheulich, hier sind tatsächlich... Guck mal, die sind ganz mutiert hier. Die sehen so ein bisschen Blocks-Naga-mäßig aus. Ah, ja, das ist auch der Anurin. Mit dem wir hier sprechen sollen. Ach, ich habe keine Zeit zum Reden. Überall liegen Verwundete und kranke Wachen herum. Helft mir, indem ihr einige davon heilt und kommt dann wieder zu mir. Worauf wartet ihr noch? Ein Brief mit einer offiziellen Einladung? Macht schon! Okay, okay, okay. Also, dann helfen wir denen mal. Damit er nachher ein bisschen mehr Zeit zum Reden hat. Ach, ich kehre ins Dorf zurück, danke. So. Ach, fühl mich schon viel besser. Gut gemacht. Ihr habt euch tatsächlich als nützlich erwiesen. Dann kann man mir vielleicht ja... Du hast ja nichts mehr? Ah, wahrscheinlich muss ich erst die Orks... schnetzeln und dann bei ihm abgeben, hieß es ja, ne? Besiegt Ork-Abscheulichkeiten, tötet Ratten und Sumpfwolken. Verteilt Sumpfgaswolken. Da hat's Ratten. Also hier hätte es auch nochmal verwundete Ratten, falls... verwundete Ratten ist gut. Verwundete Wachen, falls wir denn welche bräuchten. Ah, da hat es auch Sumpfgas. Sehr schön. Ich befürchte, wir müssen nochmal in den Süden. Dort auch welche suchen. Und Ratten. Ratten sind ja nicht so viele, da müssen wir nicht so viele suchen. Geht's auch schon ein bisschen raus aus dem Sumpf in den Wald. Ah, ich glaube, das ist voll. Kann das sein? Gelb. Dann machen wir jetzt das andere. Andersrum. Na, ganz 250 haben wir nicht geschafft, aber das macht ja nichts.
Schnell, noch ein Ork, eine Ratte, irgendwas. X. So viele hat es da gar nicht von diesen. Und hieß es nicht irgendwie, hier gibt es ein Dorf, wo die leben? Ah, da hinten hat es Hütten. Vielleicht gibt es da ja noch ein paar mehr. Dann müssen wir da nicht so suchen. Zu weit weg? Was? Zu weit weg? Einmal getroffen. Hii, was sind denn hier für ein Schnodder am Boden? Also dafür, dass die so verknorzelt sind, die Orks, haben die aber schon ein ganz schön gut befestigtes Lager hier, oder? Ich stelle mir immer vor, dass man dann... sogar ein verformter Troll. Dass man dann vielleicht auch im Hirn nicht mehr ganz so helle ist. Dass man etwas bauen könnte, wenn man so mutiert ist. Aber anscheinend... Oder ihnen hilft jemand. Das könnte natürlich auch sein. Dass irgendjemand sie dort stationiert hat. Oder dass sie es vorher schon selbst gebaut haben und jetzt mutiert sind und einfach halt noch darin leben. Das könnte auch sein. Ich habe schon wieder viel zu viel Gedanken. Über alles Mögliche. Ach ja, Ratten brauchen wir auch noch. Da stecken sogar Köpfe. Guckt mal, hier so aufgespießt. So. Aber eine Ratte brauchen wir, glaube ich, noch, oder? Okay. Oh, kann man auch gleich mitgenommen. Ratte? Ich habe wieder falsch angefangen mit Schild. Naja, egal. Ja, guck mal, jetzt haben wir alle Ratten. Gut. Oh, wir brauchen noch ein Sumpfgas, aber ich glaube, hier drin hat es keins, oder? Oh, es gibt auch eine Dunländer-Abscheulichkeit. Aber damit... Ja, stimmt. Guck mal, der ist auch so irgendwie so entstellt. Aber mit dem können wir im Moment noch nichts machen. Vielleicht kommt das noch. Ich glaube, wir kriegen noch mal eine Aufgabe, hier reinzugehen. Da hat's Sumpfgas. Hatte ich schon öfter mal. Okay, vielleicht hat es auch ein bisschen mit Rechnerpower oder so zu tun. Ich weiß es nicht. Wobei ja mein Rechner jetzt auch nicht so die Bombe ist. Oder Internet. Internet. Connection. Austausch. Probleme. Keine Ahnung. So, Anorin. Wärt ihr bereit, uns etwas unter die Arme zu greifen? Tun wir schon. Die Avanklut sind euch äußerst dankbar und bereits etwas gesunder. Klingt, als ob sie auch gleich mutieren würden. Und das ist sehr gut, denn die Abscheulichkeiten werden zu einem immer größeren Problem und zur selben Zeit hören wir Gerüchte, dass sich in Isengard üble Dinge zusammenbrauen. Ich weiß nicht, ob diese Dinge miteinander in Verbindung stehen, doch Saruman scheint seine Untersuchungen im Dunmoor zu vertiefen. Vielleicht sucht er ja nach einer Seuche. Ich sollte nicht darüber beeindruckt sein, dass ihr alles vollbracht habt, um das wir euch gebeten haben, doch ich bin es. Ohne zu zögern erfüllt ihr all unsere Bitten. Ja, das haben wir so an uns. Diese Abscheulichkeiten sind eine traurige Sache. Sie töten ebenfalls ohne zu zögern, doch aus völlig falschen Gründen. Wir beobachten sie, doch wir zögern sie alle zu zerstören, denn das liegt nicht in unserer Natur. Nun gut, ich habe vielleicht einige Informationen über die fremden Dunländer, nach denen ihr sucht. Oha. Ausgerechnet er. Ich danke euch für alles, was ihr getan habt, naja. Ihr habt die Avanklut zum Nachdenken gebracht. Es scheint, als ob die Welt da draußen auf jeden Fall in unsere Welt eindringt, egal was wir machen. Wir sollten uns darauf vorbereiten, uns nicht davor wegrennen.
Ich hoffe, dass die Duvodiat, die ihr sucht, euch helfen können. Sie gehören einer Gruppe Leute an, die Dunland vor dem bevorstehenden Sturm schützen wollen und sich selbst die Keiler-Sippe nennt, zu Ehren der Sippe, die der Weißen Hand bis zum Ende widerstanden hat. Vielleicht müssen wir schon früher an ihrer Seite kämpfen, als wir dachten. Sie halten sich im Norden auf, direkt südlich von Lan Kolvarn, dem Dorf der Verdammten. Einst war es Lan Ros, bevor uns Saruman hierher vertrieb. Ah, die Lan Ros, also die Avanglut haben da oben gewohnt. Warum ist das so schick aufgebaut? Das ist ihr altes Dorf. Na, dann gucken wir mal. Bin übrigens total gespannt, weil ich bald einen neuen Rechner kriege. So ein richtig cooles Teil habe ich mir gegönnt. Beziehungsweise habe ich mir gedacht, gönne ich mir mal. Wird noch optimal zusammengestellt von jemandem, der mir schon öfter sehr gut unter die Arme gegriffen hat in PC-Sachen. Und ja, wenn das dann alles passt, dann kriege ich so richtig einen richtig schönen, coolen Rechner. Bin ich echt gespannt drauf. Weil der, den ich jetzt gerade habe, der macht schon manchmal ein bisschen... Naja, der schwächelt in manchen Situationen schon etwas. Und da ja doch so einige Spiele am Horizont sind, die wahrscheinlich ganz schön Leistung fressen, dachte ich, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Auch wenn der hier noch gut funktioniert, so für solche Sachen alles sehr brav macht, habe ich halt ein bisschen Angst, dass es nicht mehr so lange tut. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, ob man da tatsächlich dann was merkt. Gleich. Oder ich dann erstmal denke, ja, jetzt habe ich einen neuen Rechner, aber es läuft... Also Lotro wird wahrscheinlich nicht besser drauf laufen. Aber da freue ich mich jetzt schon drauf. Anorin hat euch geschickt, ja? Oh, wird ja auch Zeit, dass die Avanglut sich besinnen. Wir brauchen Kämpfer, keine Redner. Kommt, wenn ihr bereit seid. Wir müssen diese Abscheulichkeiten vernichten, bevor immer mehr davon aus Lan Kolvarn entkommen. Ich habe keine Zeit, mit euch Süßholz zu raspeln, Duvodiat. Entweder seid ihr kampfbereit oder ihr könnt zurückgehen und euch den Älteren anschließen. Ach, die Zeit der Worte ist vorbei. Okay, wir suchen uns was aus. Nicht ganz. Was ist das? Ah, okay, auch irgendeine Rüstung. Normalerweise trauen wir keinen Duvodiat. Doch vielleicht könntet ihr mir helfen. Ich helfe jedem. Wir müssen Lan Kolvarn angreifen und so viele der Abscheulichkeiten erledigen, wie wir nur können. Könnt ihr dies tun? Der Krieg steht kurz bevor. Wenn ihr bereit seid, zieht Richtung Norden nach Lan Kolvarn und besiegt so viele der Trolle, wie ihr könnt. Jetzt zu mir zurück, wenn ihr damit fertig seid. Das heißt, da war nicht nur der eine, sondern da gibt es auch noch ein paar mehr. Naja, das ist die Keiler-Sippe, aber niemand, den wir kennen, oder? Solange die Sonne scheint, ach, diese Gewalt ist ekelerregend. Blair und alle anderen wollen nur alles töten, was sich bewegt und irgendwas mit der Weißen Hand zu tun hat. Ich mach da nicht mehr mit. Das waren einst unsere Leute. Es ist nicht ihre Schuld, dass Saruman Halborgs und Urukai machen will. Die haben sich mit Sicherheit nicht freiwillig gemeldet. Warnt die verwandelten Leute und rettet sie. Sie sind keine Abscheulichkeiten. Wir müssen ihnen helfen, nicht sie zerstören. Zieht zu ihrem Lager Lan Kolvarn im Norden und sagt ihnen, dass sie fliehen müssen, bevor Blair und die anderen ihr Lager zerstören. Euch werden sie vielleicht als Abscheulichkeiten vorkommen, aber ich bitte euch, genauer hinzuschauen. Warnt Dunländer-Abscheulichkeiten. Aber sind die dann überhaupt noch interessiert, wenn sie schon so halb abscheulich sind, mit uns zu kommunizieren? Das ist die Frage. Die Turchluth. Beschafft mehr Nahrung. Immer mehr Nahrung. Das ist alles, was Blair zu mir sagt. Endlich schreit er Befehle. Ach, bin ich etwa ein Muli? Also, wenn ihr mir und der Keiler-Sippe helfen wollt, dann hat er recht. Was? Wir brauchen tatsächlich mehr Nahrungsmittel. Ach, nur dann, wenn ich helfen will. Wenn er selber helfen soll, dann ist es ihm zu doof. Aber wenn ich das übernehmen will, ja, dann ist es in Ordnung. Wenn ihr uns mehr Nahrungsmittel besorgen könntet, dann wäre das uns eine große Hilfe. Vielleicht könntet ihr noch Vorräten in Lan Kolvarn suchen. Selbst die Abscheulichkeiten brauchen doch was zu essen. Ich glaube, die bewahren ihre Nahrungsmittel dort in Kisten auf. Nehmt einfach mehrere davon mit, dann überleben wir vielleicht lang genug, um hier etwas auszurichten.
Okay, Kiki. Also wir sollen Trolle, Dunländer und Kisten. Machen wir doch alles. Deswegen ist es so schick befestigt. Ist mir schon aufgefallen, dass es nicht so richtig orkisch ist. Guck mal, da ist sogar auch gleich eine Kiste. Wer hat uns entdeckt? Eine Ratte! Jetzt bin ich so in diesem Schild-Speer, dass ich nicht mehr andersrum fange. Das ist immer das Problem, wenn man, wenn ich mal so ein Gambit, mich auf ein Gambit eingefuchst habe, dass ich dann immer das anfange. Also mein Zellgedächtnis, das dann immer genauso haben möchte. Das wohl sehr gut funktioniert. Eigentlich brauchen wir ja nur, aber wir kommen sonst nicht durch. Wir müssen auch noch andere töten. Wir kommen hier nicht durchgeschlichen. Guck, jetzt haben wir wieder falsch angefangen. Ich will ich. Ah, doch nicht den da drüben! Die Ratten kommen auch. Der Angriff ist echt cool. Gerade bei so kleinen. So, mal gucken, ob der was will überhaupt. Die Dunländer-Abscheulichkeit schaut euch aus misstrauischen Augen und mit geducktem Kopf an. Sie weiß nicht, ob ihr Gutes oder Böses ihr antun wollt. Ihr nähert euch und sie spannt die Muskeln an. Ihre Augen starren ins Leere. Ich glaube, wir kriegen keine gewarnt, oder? Doch, er freut sich. Und jetzt? Verschwindet er einfach. Hm, okay. Der hätte wenigstens weglaufen können irgendwie, oder? War jetzt gerade ein bisschen eigenartig. Wahrscheinlich greifen manche an und manche, es wird ja der gleiche Text. Und manche laufen weg, oder? Nein, nein, nein! Hört auf zu flüstern! Ah, ja, okay. Noch ein Target, bitte? Sehr nice. Dann holen wir uns die Kiste noch. Aber rein theoretisch, wenn ich jetzt alle töte hier in dem Lager, alle, dann ist es doch bereinigt. Und dann können die wieder einziehen. Vielleicht müssen sie noch ein bisschen räuchern, damit dieses komische, eklige Zeug hier verschwindet. Aber sonst... Aber vielleicht wollen sie hier ja gar nicht mehr, wenn es so verseucht ist. Hier gar nicht mehr leben. Oder einziehen. Ratten! Die werden mich wahrscheinlich jetzt anfallen, ja. Wir haben erst 4 von 10. Wir müssen dann wirklich durchs ganze Dorf. Dann mal wieder, mal gucken, ob der uns vertraut.
Ja, ich glaube, die jubeln, die gehen dann von dannen quasi. Und die anderen halt nicht. Guck mal, wir können zweimal immer welche davon killen. Das ist schon krass. Oh je, irgendwas ist passiert. Da fahren gerade schon zwei Tatütata vorbei. Was bei uns eher unüblich ist, weil wir hier in einem Boongebiet sind, da ist das dann doch immer auffällig. Ein, zwei. Da, ihn. Boah, den Troll halt mit einem Schlag, ne? Sag mal, noch ein dritter? Oder machen die nur eine Übung? Was? Also der Schlag ist schon richtig cool. Der macht richtig schön Aua. Das hätte ich übrigens das Gambit gerne noch nutzen. Ja, sehr nice. Und dann befreien wir mal hier noch die. Könnt ihr mich denn nicht meinem Elend überlassen? Ach, mich werdet ihr nicht reinlegen. So, jetzt haben wir doch schon 7. Die Ratten nerven so ein bisschen. Aber okay. Oh, weh mir. Okay, der freut sich. Dann haben wir noch eine Kiste. Aber irgendwie fehlt uns dann noch eine Kiste. Ist mir einer vorbeigelaufen? Hier gibt's Respawn. Was für ein schrecklicher Tag. Wir müssen ja noch einige von denen befreien auch. Ah, da oben gibt's noch. Und wir brauchen bestimmt noch einen Troll, ja. Dann machen wir doch mal da oben weiter. So, Trolle haben wir alle. Oh ja, da hat's Kisten. Waren da nicht gerade Ratten? Ah, die da hinten. Okay, dann fehlt uns jetzt nur noch so ein... einer von den... Nein, zwei Dunländer brauchen wir noch. Aber die treffen wir vielleicht auch auf dem Rückweg, wenn die so schön hier respawnen. Nummer 1. Oh, weh mir. Er jubelt. Und Nummer 2. Was für ein schrecklicher Tag. Der findet es, glaube ich, nicht lustig. Toll. Okay, und dann können wir abgeben. Hilfe! Direkt vor der Tür noch so eine Wache.